Okay. So. Einer ist der furchtlose Held und der andere ist das der böse Doppelgänger, der genauso aussieht. Als Leiter der Park liegt mir dein Erfolg am Herzen. Wie wäre es, wenn du... Ja, jetzt mach endlich deine Achterbahn auf und dann machen wir den Bosskampf. Genau, sowas. Denke ich mir halt immer, na und, was hat denn das für eine Aussagekraft? Dadurch wird das Spiel nicht besser, keinen Funken besser. Das ist alles schön und gut, aber das ist halt kein entscheidendes Qualitätsmerkmal eben einfach. Das ist so ein bisschen andersrum jetzt wieder. Hi Pia, hallo. Andersrum jetzt wieder wie bei Mass Effect Andromeda. Da haben sich alle so an den Gesichtsanimationen aufgehängt. Und da denke ich mir, ja, die waren nicht schön. Aber von guten Gesichtsanimationen wird ein Spiel nicht gut oder schlecht. Das Spiel hatte ganz andere Probleme. Ich meine, das war schon so, dass die Gesichtsanimationen schon so ein bisschen das Augenscheinliche waren. Das ist einem aufgefallen. Aber das war nicht das Problem von dem Spiel. Da gab es ganz andere Probleme. Cool, Crusader, danke schön fürs Glas wieder auffüllen. Auf dich ist einfach Verlass. Wow. Super, super nett von dir. Oh, oh, Hilfe, Raketen. Abraxel, danke schön für die Hündchen. Nice. Ich glaube, Hunde hatten wir noch nie im Glas, oder? Was will man mehr? Wow, mir wird ein bisschen schwindelig gerade. Sind wohl zu wenig Frames. Jetzt hätte ich echt gerne eine Rakete, aber hier... Oh, noch eine Runde, Mensch. Hui. Okay. Ah, das war's jetzt. Gut. Ich habe nämlich nicht mehr viel Lebensenergie. Oder der Hündchen und Einhornherzen. Ja, weil es halt einfach auch funktioniert. Ist halt PR-technisch logisch, dass man sich da auf so Zahlen beruft. Weil das sind so messbare Vergleichswerte. Wenn man dann sagt, viermal so viel und dreimal so hoch und zehnmal so viel, klingt das einfach gut. Insofern, genau. Leave my mama alone, you bad man. I won't let you take Mama Peach away. Mama? Mama Peach? Mama Mia? Abraxel, nochmals danke. Nice. Das ist wirklich cool. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, dass ihr diesen Monat, gerade was Bits und Subs angeht, super großzügig wart. Wahrscheinlich starten wir nächsten Monat dann echt schon ziemlich gut. Nice. Also hat Rosalina eine Schildkröte als Bruder. Wenn man von der Fantheorie ausgeht, dass Rosalina Peachs Tochter ist, dann ja. Ist euch mal aufgefallen, dass Rosalina viel größer noch ist als Peach jetzt. Und Mario sowieso. Mario ist sogar sehr klein. Klein und rundlich. Und Rosalina ist super groß und super lang. Ich meine nicht, dass das ausgeschlossen wäre. Aber wäre es nicht wahrscheinlicher, dass in Wirklichkeit Peach und Luigi die wahren Eltern von Rosalina sind? Weil immerhin würde das zumindest von den Proportionen besser hinkommen. So genetisch gesehen. Weil wenn Mario seine Stummelgene da irgendwie mit Peach vermischt, ist es halt unwahrscheinlich, dass so ein 2-Meter-Mensch rauskommt. Wenn auch nicht unmöglich. Aber sollte man in Betracht ziehen. Juhi! Aber ich glaube, also so einen Baby-Bowser, so ein Bowser Junior gebären, ist für eine menschliche Mutter, glaube ich, schon
echt problematisch, so rein anatomisch jetzt. Denk gerade an die Hörner und die Stacheln am Rücken vor allem. Aber vielleicht sind die noch nicht ausgeprägt. Oder es ist ein Kaiserschnitt. Nein, sie hat wahrscheinlich einfach das Ei gelegt. Oder ausgebrütet. Ich weiß nicht, wie er sich das vorstellt. Na, warte mal, im Mario-Universum bringt sowieso der Storch die Kinder. Das wird ja in Yoshi's Island etabliert. Insofern habe ich keine Ahnung, wie das überhaupt funktionieren soll. Ruft man da an dann, oder der Storch spürt, wenn sich zwei Menschen oder andere Wesen wirklich lieben oder so. Dann packt er sein Bündel und verliert dann die Babys auf halbem Weg und die Yoshis liefern die dann aus, nach einem langen Abenteuer. So funktioniert das, glaube ich, normalerweise. Ach, das ist alles ziemlich kompliziert. Luigi ist eh der wahre Held. Ja, auf jeden Fall. Das ist wie bei Zurück in die Zukunft. Wie in Zurück in die Zukunft. George McFly ist der wahre Held, nicht Marty McFly. Weil Marty McFly ist ein Draufgänger. Der ist von Natur aus quasi, ne, so ein Action-Typ, so ein Draufgänger. Der macht die Sachen einfach, weil er sie macht. Das liegt ihm im Blut, das ist seine Natur. Aber George McFly überwindet sich. Der stellt sich seiner größten Angst, nämlich diesem Biff, und schlägt den K.O. halt dann. Also, aber der überwindet seine eigene größte Angst. Das ist eine Charakterentwicklung, die Marty McFly in der ganzen Trilogie nicht durchmacht. George ist der wahre Held. Und so ist es bei Luigi. Mario ist der geborene Klempner und Superheld. Der springt da durch die Gegend wie sonst noch was, weil das seine Natur ist. Der kann gar nicht anders. Aber Luigi ist der sich dann mit zitternden Knien durch die Geisterhäuser durchtastet und irgendwie sich fast in die Hosen macht, weil er seinen Bruder rettet. Der stellt sich seiner Angst und überwindet sie. Das ist echtes Heldentum. So ist das. Mario und Luigi sollten aber zum großen Teil das gleiche Genpotenzial haben. Na, die sind ja nur Geschwister und keine Zwillinge, ne? Oder? Ich glaube schon, die sind... Nee, warte mal, die sind Zwillinge. Zumindest, wenn man nach Yoshi's Island geht, sind die Zwillinge. Vielleicht sie auch... Na, ich meine, auch wenn sie beide männlich sind, heißt das ja nicht zwingend, dass sie eineiige Zwillinge sind. Ich weiß sowieso nicht, wie das funktioniert, wenn der Storch die Kinder bringt. Da dürfen wir, glaube ich, nicht so in unserer Logik denken. Insofern, wer weiß. Ich denke zu viel. Ich meine, im Grunde manchmal ja, aber eigentlich bin ich der Auffassung, dass man nicht genug denken kann. Nur manchmal denkt man dann in falsche Richtungen und frustriert und deprimiert sich selbst und versinkt in seiner Depression. Dann ist zu viel Denken schlecht. Aber ansonsten kann man gar nicht zu viel. Mario, Donkey Kong und Bowser kennen sich ja auch schon seit den Storchzeiten. Donkey Kong auch? Wirklich? Donkey Kong ist doch im Grunde erst... Also zeitlich ist jetzt das Arcade-Donkey Kong schwer einzuordnen, aber da war Mario auf jeden Fall schon erwachsen. Oder gibt's irgendeinen Teil mit einem Baby-Donkey Kong, der mir gerade nicht einfällt? Aber Mario und Bowser? Natürlich schon. Weil man muss ja immer aufpassen, man darf ja Baby-Bowser und Bowser Junior nicht verwechseln. Bei Baby Bowser ist ja der erwachsene Bowser als Baby, wie der Name schon sagt. Aber Bowser Jr. ist der Sohn von Bowser, auch wenn die genau gleich aussehen. Aber ganz andere Figuren sind im Grunde. Tja. Marty überwindet seinen Stolz am Schluss. Ja, ja, ich weiß, aber das ist nix gegen George McFly. Ne, dass man nicht an die Decke geht, weil dann jemand feige Sau nennt, das finde ich nicht so eine große Leistung, wie dass man sich wirklich seiner größten Angst stellt. Das ist schon nochmal was anderes. Yoshi's Island DS. Ach, das habe ich nicht gespielt. Da kommt Baby Donkey Kong vor. Na dann. Hey, wie sieht denn der Baby Donkey Kong aus? Ich habe mich nämlich schon immer gefragt, ob Donkey Kong Junior Donkey Kongs Sohn ist oder der junge Donkey Kong. Nein, das ist Donkey Kongs Sohn. Zumindest in dem Arcade-Spiel ist Donkey Kong Jr. auf jeden Fall Donkey Kongs Sohn. Natürlich, der rettet ja auch Donkey Kong vor Mario. Klar, passt schon. Hab schon gecheckt. Weiter geht's. Die Mario-Lore ist nicht zu unterschätzen. Ziemlich komplex. Oh, es ist so warm bei mir hier drin. Oder ich rede mich so in Rage. Das kann auch sein. Gehen wir gleich nochmal in den Level hier. Sagt ihr eigentlich der Level oder das Level? Ich finde beides richtig. Ich finde beides geht.
glaube, ich habe früher eher das Level gesagt und bin dann auf der Level übergegangen. Aber auf jeden Fall ist es die Welt. Kann man auch sagen. Oder die Map. Das Geheimnis der Strandkanone. Okay. Der Level klingt für mich falsch. Ah ja, das Level. Wie gesagt, bei mir hat sich das verändert. Das geht? Ich wusste nicht mehr, dass das geht. Und das ist super albern und toll. Ah ja, Mist, Mist, Mist. Da hätten wir einen betäubt gehabt, ne? So, der gehört jetzt mir. Aber wie nehme ich den? Ah ja. Ich sehe schon, das wird nicht so leicht. Ich weiß wirklich nicht genau, wie ich die leider irgendwie einfach hochheben kann. Ja, okay. Dass ich nur steuerungstechnisch ein bisschen... Ja, das war ein Treffer. Das ist wirklich ein bisschen, naja, gewöhnlich. Meine Güte, hör doch mal auf, hier auf den rumzuspringen, Mario. Und hör doch mal auf, gegen die zu knallen. Und mach doch einfach mal, was ich dir sage. Das Problem ist, er macht ja eh, was ich ihm sage. Er soll machen, was ich möchte und nicht, was ich ihm sage. Aber so weit sind wir wohl technisch noch nicht. So, ich schätze, dass wir erst da anfangen, oder? Das wäre auch ein bisschen leicht. Oh, kommt jetzt wieder so ein Hardcore-Level. Ich mag die. Ich mag die wirklich. Die haben Frustpotenzial. Die werden auch echt schwer mit der Zeit. Aber ich mag die grundsätzlich. Level klingt falsch wie der oder das Vault. Ich glaube aber, das Vault wäre theoretisch... Oder die benutzen in Fallout, glaube ich, das Vault. Nee. Die benutzen der Vault, ne? Ich finde die Vault. Ich finde die Vault ist das Richtige. Aber ich glaube, in den Spielen sagen die der Vault. Klingt für mich auch falsch, aber ist quasi offiziell aus Fallout-Lore-Sicht auf jeden Fall eigentlich die richtige Bezeichnung. Aber, nee, ist es nicht. Nicht, wenn ich was zu sagen habe hier, was ich nicht habe. Aber wenn ich hätte, für mich in meiner Welt... Liebe Donkey Kong sieht aus, als hätte man Donkey Kong Jr. das Shirt weggenommen und eine Krawatte verpasst. Macht ja irgendwie Sinn. Es heißt der Vault, weil es der Bunker ist. Ja gut, aber das ist immer so ein Argument, aber das kann man nicht immer auf alles beziehen. Das stimmt immer so auch nicht. Im Grunde ist es nämlich auch problematisch, weil Vault könnte man auch mit das Gewölbe oder, ne, oder, mit die... Gibt bestimmt auch irgendwas mit die... Mir fällt nichts ein, aber gibt's garantiert. Übersetzen. Aber, und das ist auch, das ist auch manchmal eben nicht so, dass man das deutsche Pronomen benutzt. Das wechselt manchmal. Das ist nicht zuverlässig. Mir fällt gerade kein Beispiel ein, natürlich. Wie es halt immer so ist. Das Daddy, das ist auf jeden Fall kompliziert. Das stimmt. Daddy, das ist auch das, womit Menschen, die Deutsch lernen, auch nach Jahrzehnten später Probleme haben. Ja, ist ja auch klar, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Das ist ja das Problem. Das habe ich immer gehasst beim Sprachenlernen.
wenn Sachen keinen Sinn machen, wenn dann die Lehrer immer sagen, ja, das ist einfach so, das muss man einfach auswendig lernen. Ich hasse das. Ich will nichts auswendig lernen, ich will das verstehen. Und wenn Sprachen teilweise keine Regeln haben, habe ich das gehasst. Ich habe zum Glück wirklich immer ein relativ gutes Sprachgefühl gehabt, aber eigentlich habe ich es immer, fand ich es immer, nee. Okay, Konzentration jetzt hier, serious time. Oh, come on. Okay. Es funktioniert wirklich. Man ist auch noch relativ schnell unterwegs und das sieht so bescheuert aus. Ja, ich glaube, ich habe da eine ziemlich gute Technik entdeckt. Die funktioniert ganz gut. Eben, was ist der Grund, warum es nicht die See oder das See heißt? Das heißt doch die See. Ach so, oder der See. Ja, ja, aber das ist ein gutes Beispiel, weil wenn man meint, die See, ich fahre auf die See, dann ist das was anderes wie ich fahre zu dem See. Da geht's ja da, ne, noch mal verwirrender ein Level. Genau, Metatron schreibt's auch. Verrückt. Deutsch ist einfach eine verrückte Sprache. Total crazy. Eben und so mit eingedeutschten Wörtern oder Anglizismen. Im Grunde finde ich immer die Diskussion, was da richtig und falsch ist, albern, weil es gibt nichts Richtiges. Es ist halt ein englischer Begriff. Da gibt es kein richtiges deutsches Pronomen in dem Fall. Da kann man nehmen, was man will. Es ist eigentlich egal. Kann man halt nicht übersetzen. Theoretisch ist alles richtig. Warum funktioniert das, Nintendo? Warum ist das eine legitime Fortbewegungsart in dem Spiel, die schneller ist als Laufen? Was habt ihr euch dabei gedacht? Oh, ich muss anscheinend die 8 roten Münzen sammeln, oder? Ich habe gar nicht aufgepasst, wie üblich. Es stimmt schon, der Katka meinte das beim letzten Mal, dass er findet, dass das Jetpack aus dem Spiel einfach sehr stark das Tempo rausnimmt, den Flow nimmt. Das ist leider definitiv so. Das fühlt sich auch nicht schön an, wenn man gerade irgendwie so cool Tempo drauf hat und dann benutzt man wieder das Jetpack und ist auf einmal wieder so lahmarschig. Das ist kein gutes Spielgefühl irgendwie. Wenn das Jetpack ein bisschen mehr Momentum mitnehmen würde, wäre es auf jeden Fall besser. Schiff, was tust du da? Und schon wieder durchs Schiff durchgeglitscht. Nein, ich find's wirklich nicht gut, Mario Sunshine. Jetzt im direkten Vergleich auch mit Mario 64, ich find's nicht gut. Ich meine, es ist immer noch, wenn ich jetzt sage, ich find's nicht gut, muss man immer berücksichtigen, es ist immer noch quasi dadurch, schon allein dadurch, dass es ein Mario-Spiel ist. Na, so ist es falsch ausgedrückt. Aber Mario-Spiele haben im Durchschnitt einfach eine sehr, sehr hohe Qualität. Und für ein Mario-Spiel ist das keine hohe Qualität. Es ist immer noch quasi vergleichbar. Also für einen 3D-Plattformer ist es gut. Es ist nur nicht sehr gut, wie man es eigentlich erwarten würde von einem Mario-Spiel. So glaube ich, muss ich sagen. Ich glaube, wenn man das jetzt heute mit Yooka-Laylee oder Hat in Time vergleicht, kann das immer noch gut mithalten. Aber wenn man es jetzt eben mit Galaxy, dann
gleichstellt oder mit Odyssey oder so, dann... Nee. Nee, aber jetzt warten wir erstmal, wenn wir bei Galaxy sind. Vielleicht bin ich ja schockiert drüber, wie schlecht Galaxy gealtert ist. Ich glaube nicht, aber möglich wär's. Gute Nacht, Volkszeda. Genau, genug Deutschunterricht. Das Leveldesign trägt den Rest dazu bei, genau, wie gesagt. Das finde ich eben, das glaube ich eben auch, dass durch dieses Jetpack eben so diese Prägnanz vom Leveldesign auch kaputt geht. Weil es nicht mehr so sehr an das Moveset von Mario anpassen. Also an das Kern-Moveset. Und dann kommt noch dazu, dass es thematisch langweilig ist. Weil man halt auf dieser tropischen Insel ist und jeder Level ist der Tropeninsel-Level. In verschiedenen Variationen, aber im Kern ist es immer Tropenlevel. Und das ist auch ein bisschen langweilig. Da mag ich dann doch lieber meine Lava-Welt und meine Eiswelt und meine Schoko-Welt oder was auch immer für Welten. Hauptsache abwechslungsreich. Was machen wir denn jetzt mit dem? Der kommt mir problematisch vor. Oh, das war die falsche Taste anscheinend leider auch noch. Das wollte ich nicht. Ah, warte mal. Funktioniert das? Nicht so wirklich, ne? Nein, fall doch nicht schon wieder runter. Ich hasse das Spiel manchmal ein bisschen. Hätte ich doch noch ein bisschen Mario 64 weitergespielt, statt zu wechseln. Hätte ich doch nur, aber dann hätte ich es auch nur aufgeschoben. Und wir spielen Mario Sunshine auch durch. Ich finde, es macht mir gerade echt keinen Spaß, muss ich euch echt sagen, leider. Vielleicht kommt es noch. Aber, boah, ich finde ehrlich gesagt wirklich die Passagen ohne Jetpack, ohne Dreckweg-Jetpack noch am besten irgendwie. Komm, halt dich. Nein, was macht er denn? Ha, ich häng da irgendwie an dieser Holzkante. Ah, nein, 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 nein. Ja, na endlich, danke. Oh Gott. So, welche Taste drücke ich jetzt? Ich drück B, oder? A? A. Ich drück mal A. Oh Gott. Glück gehabt. Ich vermute mal, dass die Beta-Tester mit mehr Tempo nicht klarkamen. Denn das Spiel sieht eigentlich auch so aus, als wäre ursprünglich mehr Tempo für das Jetpack geplant gewesen. Wer weiß. Wer weiß. Dass das Momentum so rausgenommen wird, sobald man das Jetpack aktiviert, ist schon... Fühlt sich auch aber nicht gut an und nicht plausibel an. Ist einfach nur komisch. Mir persönlich geht's aber bei irgendwie allen 3D-Teilen so, dass mir der Flow fehlt. Aber Mario World hat da wirklich einen Flow. Mario Brothers 3 finde ich aber auch. Da konnte man einfach durchrennen. Aber ich finde, Mario 64 hat auch sehr gut diesen Flow in vielen Leveln. Den muss man nur finden. Aber gerade in den Bowser-Leveln entwickelt das wirklich so, wenn man die drauf hat und wenn man die Steuerung drauf hat, einen wunderschönen Flow. Da ist das echt super gemacht.
Fang doch mit Galaxy an. Das ist wieder super. Ja, nee, ich mach Sunshine. Ich will schon Sunshine irgendwie trotzdem, auch aus Nostalgiegründen, weiterspielen. Es ist nur gerade ein bisschen so, dass ich mir denke, so... naja. Aber es ist schon okay. Ich halte schon durch. Es ist schon in Ordnung. Ich werde überleben. Ich muss jetzt einfach sehr stark sein. Oh Gott sei Dank habe ich die Münze nicht. So, müssen wir mal schauen, wo die anderen Münzen noch sind. Wahrscheinlich auch da oben irgendwo alle, oder? Okay, da ist noch eine. Ah, da drüben ist noch eine. Na gut, da komme ich theoretisch ja vielleicht irgendwie hin. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich komme ich irgendwie hin, denke ich mal. Ja, okay. Okay, immerhin. Ja, passt schon. Eine haben wir. Ich habe da drüben, glaube ich, gerade noch eine leuchten gesehen. War da oben gerade eine? Nee, das ist irgendein NPC, oder? Ach so, das ist nicht mal ein NPC. Ich dachte, ich habe da irgendwo eine leuchten sehen. Ups. Ups. Was habe ich getan? Wie komme ich hier wieder raus? Und wie schalte ich in die... Man kann doch hoffentlich bestimmt... Ach so, muss ich da... Nee, oder? Kann ich nicht irgendwie in eine First Person, in eine Schulterkamera schalten oder sowas in der Art? Ich kann ja gerade die Kamera leider nicht höher bewegen als so. Ah, okay. Jetzt so geht's. Da oben. 1, 2, 3. Da haben wir, glaube ich, schon alle, die wir brauchen. Na also, wo werden wir die los? Warte, ich muss wahrscheinlich oder ich sollte wahrscheinlich am besten... Ach nee, warte mal, die sind oben? Bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ja, okay. Schade, dass die PS5 nicht eine ähnliche Abwärtskompatibilität hat wie die Xbox Series X. Ja, ich find's auch cool. Ich meine, es ist halt immer so ein Ding, weil anscheinend laut Statistik benutzt im Grunde niemand Abwärtskompatibilität. Und auch ich selbst, ehrlich gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, benutze es eigentlich so gut wie nie. Aber ich habe halt echt gern die Möglichkeit. Muss ich halt echt sagen. Wenn ich schon so eine Sammlung an Discs habe... möchte ich die auch abspielen können und am besten, am liebsten auf dem neuesten Gerät. Auch wenn ich es nie mache, aber ich möchte es gern können. Es ist mir dann irgendwie doch wichtig aus irgendeinem Grund. Tja, so ist das eben.